kamen die Jungs, wo quasi der größte Shitstorm aus Deutschland jemals in meinem Leben irgendwie auf mich eingeprasselt ist, so, weißt du? Da haben halt damals Leute an mich geglaubt, die mich dann fallen lassen haben und dann stehst du halt auf einmal da mit nix. Sekt plus, Digga, und das werde ich den Jungs auch nie vergessen. Das ist der wichtigste Part von der Brust, Bruder. So, der poppt schön raus hier aus dem T-Shirt, Digga, verstehst du? Das ist doch auch viel wichtiger als irgendwelche scheiß Steuerschulden. Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip, drip. Wieso hast du nie Steuern bezahlt? Hattest du keinen Steuerberater? Was ging da ab, Alter? Wie kann man so eine hohe Nachzahlung bekommen? Erstmal weißt du gar nicht, wie viel die Nachzahlung ist. Und dass ich nie Steuern bezahlt habe, stimmt auch nicht. Anfangszeiten von YouTube. So, die ersten 2-3 Jahre habe ich keine Steuern bezahlt. Und ich bin auch nicht der Einzige. Da können dir viele YouTuber von berichten, die denselben Shit durchgemacht haben. Montana Black zum Beispiel oder auch 1000 andere. Was bei denen der Vorteil war, war zu dem Zeitpunkt, wo dann das Finanzamt gekommen ist und die Kohle haben wollte, waren die halt so groß, dass die auch Kohle zahlen konnten. Und bei mir kamen die Jungs, wo quasi der größte Shitstorm aus Deutschland jemals in meinem Leben irgendwie auf mich eingeprasselt ist, so, weißt du? So ein Ding ist das. Und wenn dann alle dich canceln, alle Sponsoren sich von dir trennen, die Rapper nicht mehr mit dir zusammensitzen wollen und keiner mehr mit dir irgendwie in Verbindung gebracht werden will und du zu dem Zeitpunkt dann irgendwie deine Steuerschulden bezahlen müsstest, so, beziehungsweise, weißt du, wie ich meine, so, das war halt dann eine schwierige Situation, weil auch sowas wie DevShop und so ein Scheiß, das ist halt kacke, Digga. Ich weiß halt ganz genau, dass, wenn das weitergelaufen wäre mit den Klamotten zum Beispiel, ich mach Money damit, weißt du, wie ich meine? Ich mache Money damit. Ich bin ein Typ, ich bin fresh, ich ziehe mich immer gut an. Leute feiern meinen Style, aber da haben halt damals Leute an mich geglaubt, die mich dann fallen lassen haben und dann stehst du halt auf einmal da mit nix. So, ich habe ja auch alles versucht, so, weißt du, was ich meine? So, ich habe ja auch alles gemacht, um wieder so aus dem Arsch zu kommen. Ich habe ja dann die Klamotten auch, ich habe mit denen so lange verhandelt, bis ich dann diese teils produzierten Klamotten dann doch bekommen habe und die dann selber verkauft habe, selber einen Vertrieb gesucht habe, mir selber einen Online-Shop gebaut habe, alles selber gemacht habe und das Ding dann online gepackt habe. Aber danach ging es dann auch nicht mehr weiter so. Weißt du, wie ich meine? So, weil ich halt von dem Geld auch viel ans Finanzamt bezahlt habe. So. Gerade in der Zeit, wo ich hier in Tulum war. Leute denken immer, ich chill und ich mache nichts und so. Bro, wo ich Anfangszeiten hier in Tulum war, weißt du, wie viel Geld ich regelmäßig an das Finanzamt überwiesen habe, damit die einfach das Maul halten. Und dann hatte ich irgendwann keine Kohle mehr, Digga. So. Und dann ist irgendwann nur noch YouTube geblieben und nur noch Twitch ein bisschen und vielleicht ein bisschen hier so Zweitkanal und so, Musik ein bisschen. Das war's halt, Digga. Und Sek Plus, Digga. Und das werde ich den Jungs auch nie vergessen, dass die da geblieben sind, weil ohne Sek Plus wäre ich jetzt gefickt. Ohne Sek Plus Einnahmen wäre ich gefickt, Bruder. So, und das wird auch, selbst wenn die sich irgendwann von mir trennen und keinen Bock mehr haben, weil ich vielleicht in Mexiko bin und so, ich werde immer positiv über die reden und ich werde die immer supporten, Bruder. Immer. Und ich werde immer ein gutes Wort für die haben. Immer. Weil sowas zeichnet halt wirklich Menschen aus, so. Die haben halt Menschlichkeit gezeigt. Die haben halt Herz gezeigt, so. Geil. Grüße gehen raus an Matthias Clemens, an Sek Plus. Ich küsse euer Herz auf jeden Fall. So, deswegen fuckt mich auch ab, wenn Leute mit dem Faxen machen und so, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, weil der ist wirklich noch ein Mensch, Bruder. Der hat eine Marke gegründet, aber das ist eine menschliche Marke, so. Alle anderen Marken sind keine menschlichen Marken. Da geht es nur um Zahlen, Geld, Meld und so. So, er ist ein Mensch, Bruder. Und die Marke ist auch menschlich, so. Und das finde ich nice. Wodurch entstehen eigentlich die Shadowbands? Entstehen die durch YouTube, Insta etc. selbst oder durch die Regierung? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Algorithmus, also so irgendwie so eine Art von Algorithmus oder so, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Also es ist ja, hat man ja gesehen, meine Videos wurden ja mein Video, wo ich diese ganze Corona-Scheiße thematisiert habe, wurde ja auch von YouTube selber gelöscht. Und in dem Moment gibt es wahrscheinlich viele Leute, die da irgendwie ein Auge drauf haben von YouTube selber und dann sagen so, ja, okay. Der Bruder ist gefährlich, Digga. So. Und dann verpassen die so einen Bann, Digga. Ist schade, Digga. Also das hat mir auch echt schon so richtig, manchmal richtig Herzschmerz gegeben, so.
wenn sogar internationale Leute zu mir sagen, Bro, ich finde den Song so krass, der Highest im Club ist so brutal, Digga, und nice, dies, das, bla bla bla. Und den dann bei YouTube eingeben und nicht finden, Bruder. Das ist schade. Matthias ist krass, auch seine Videos, wie er die ganzen Heuchler expost. Ich feier auch, Bro. Ich feier das auch, Digga. Sorry, aber da ist man selber schuld. Kann man sich doch denken, dass man Steuern zahlen muss. Aber wünsche dir alles Gute. Ja, Bro, da, so, was soll ich mir jetzt von dem Kommentar kaufen, Digga? Was ist los mit dir, Bruder? Natürlich, ist mir doch bewusst, dass ich selber schuld bin. Setze ich mich hier hin und sage, irgendein anderer ist daran schuld, Bruder? Alles cool, Digga. Ich bin der Captain und bin verantwortlich für mein eigenes Boot. So. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich bin kein Mensch, der hier irgendwie die Mitleidstour schiebt und dann euch darum bittet, irgendwas zu spenden, Digga, wie andere YouTuber, die eigentlich noch Geld haben, aber sich dann hinsetzen und sagen Insolvenz und dann von euch irgendwie Tausende von Euros nehmen, so. Und jetzt wieder einen fetten Wagen fahren, so. Das kann ich auch nicht übers Herz bringen, Digga, so ein Heuchler zu sein, weißt du, wie ich meine? So, ich bin selber dafür verantwortlich und ich werde mich selber aus der Scheiße auch wieder rauskämpfen, Bruder. Schon mal was von iGroove gehört, die helfen, deine Musik zu pushen. Kool Savas ist auch insolvent. Also involviert. Kool Savas ist auch insolvent. Einfach insolvent gelesen, da, Mann. Kool Savas ist auch involviert. Vielleicht könntest du dich bewerben. Ich bin bei iGroove, Bro. Sieht man das nicht? Meine Songs kommen über iGroove, Bruder. Ich habe zum Glück einen VIP-Deal. Schöne Grüße gehen raus auch an Morris von iGroove. Digga, ich küsse dein Herz. Der hat mir einen VIP-Deal gegeben, sodass ich Pitching etc. halt umsonst bekomme. Playlisten, Pitching und sowas. Aber, Bro, oh shit, man. Titties coming out, Digga. Siehst du das hier oben, Digga? Siehst du das? Das ist der wichtigste Part von der Brust, Bruder. So, der poppt schön raus hier aus dem T-Shirt, Digga. Verstehst du? Das ist doch auch viel wichtiger als irgendwelche scheiß Steuerschulden. Bruder, auf jeden Fall, ja, I groove it in, Bro. Ist geil auf jeden Fall. Hauptsache, man lernt aus seiner Vergangenheit. Also gelernt habe ich auf jeden Fall was draus. Mitgenommen habe ich davon auch auf jeden Fall was so. Und das sind auch genau die Erfahrungen und die Werte so, die ich dann auch vermitteln möchte, falls ich irgendwie mal jüngeren Leuten dabei helfe, denselben Weg zu gehen oder so, weißt du? Würdest du mal einen Bodybuilding- bzw. Mans-Physik-Wettkampf machen? Boah, wenn ich Bodybuilding mache, wenn ich das machen würde, dann müsste ich mich vollstoffen, Digga. Weil wenn, dann würde ich, wenn ich was mache, würde ich der Krasseste sein. Und die Krassesten sind Mr. Olympias, Digga. Aber du kannst ja auch bei den Naturalen der Beste sein. Bro, aber die sind nicht natural, Digga. Die stoffen doch auch, Bruder. So wie ich das mitbekommen habe. Wenn du zum Beispiel beim GNBF starten würdest, damals GNBF, Digga, geil, Digga, diese Namen. Gibt es Off-Season-Doping-Tests und halt beim Wettkampf. Ja, Mann. Nee, Mann, Digga. Weiß nicht, Bro. Turnt mich nicht so. Wenn, dann auf die große, fette Bühne, wo es auch wirklich Sinn macht. Weißt du, wie ich meine so? Ansonsten scheiß drauf. Ich mach das für mich. Aber man muss schon sagen, also ich muss schon ehrlich zugeben, dass ich eigentlich immer mal gerne so eine Wettkampfdiät durchgezogen hätte. Einfach für mich. Mahlzeit. Für meine Strongness, Digga. Weil das ist krass, so eine Wettkampfdiät. Nicht zu unterschätzen.